Und da sind wir wieder. Wie ich in der letzten Folge ja schon angedeutet habe, werden wir jetzt ein neues Gefängnis erstellen. Und ich habe ja jetzt los. Ja, ich habe ja beim letzten Mal. So, jetzt müssen wir erstmal den Brief lesen. Glückwünsche zu, ja, jedes Gefängnis braucht einen Direktor. Einzelzellen sind Zoller am Anfang. Übergangszellen am Anfang. Küche, Kantine. Okay. Warum hast du das nicht als gelesen akzeptiert? Löschen? Ah, okay. To-Do-Liste. Ankunft neuer Insassen. Gut. Und jetzt wollen wir die ganzen Aufträge annehmen. Aufgaben, Jobs, 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 wo waren das? Hier, irgendwo hier, guck mal, die Verträge machen wir. Und da müssen wir das nämlich hier alles abarbeiten, weißt du? Zuerst müssen wir eine Übergangszelle. Also ich habe ja am Anfang so angefangen, dass ich so gespielt habe, wie ich dachte, wie es geht. Aber ich glaube, wenn wir das hier so ein bisschen abarbeiten. Ein Fehler war, glaube ich, auch, dass ich die Anfangszelle nicht als Übergangszelle definiert habe. Dadurch ist da keiner reingekommen. Und 8 Insassen werden erwartet. 90.000 Dollar haben wir. Okay, wir werden jetzt tatsächlich zuerst die Übergangszelle bauen. Und die werden wir bauen. Ah, nee, oder? Komm, wir bauen zuerst die Übergangszelle. Wenn die jetzt am Anfang. So. Wenn die jetzt am Anfang keinen Strom haben, den bauen wir als nächstes, bauen wir einen Stromanschluss. So. Hier kommt eine Tür rein. Zack. Jetzt können die da schon mal die Übergangszelle machen. Dann werden wir hier. Wo bauen wir unser Kraftwerk hin? Wir bauen mal hier richtig fett ein Kraftwerk. Wir haben ja Geld. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange dieser Knast jetzt bestehen bleibt. Guck mal, sind wir mal ganz verschwenderisch. Und da muss auch noch eine Tür rein, klar. Machen wir mal hier. So. So. Jetzt können wir ja das Ding hier schon mal. Ja, die Wände sind da noch nicht fertig. Mal gucken. Hier machen wir jetzt unseren Elektro-Wasseranschlussraum draus. Fleißig sind sie ja, kann man jetzt nicht meckern. Und. Guck mal, die bauen automatisch Lampen ein mit dem Fundament. Würde ich mal so unterstellen. Guck mal hier. Ah, das ist jetzt ein Gesamtraum geworden. Da will ich aber noch eine Mauer haben. Baut mir mal da noch eine Mauer runter. Das sind, sollen 2 Räume sein. Ziegelsteinmauer. Hier. Kriegt er das hin? Bauen jetzt eine Mauer, obwohl ich. Ah, okay. Das sollen nämlich 2 Räume werden, ihr Hübschen. So, und jetzt Versorgung. Da brauchen wir einen Generator. Den bauen wir hier so hin, dass wir da noch Kondensatoren rumbauen können. So. Und dann brauchen wir noch so ein Wasserpumpwerk. Das bauen wir hier hin. So. Sehr schön. Das Ding definieren wir jetzt als Übergangszelle. So. Ja. So, und jetzt sagt er uns ja, was da noch rein muss. Eine Toilette. Eine Toilette, okay. Die werden wir mal hier oben hinsetzen. Ich mache einfach 2 Toiletten. Wie viele Gefangene kommen? 8. Okay, dann brauchen wir noch was, eine Bank. Eine Bank brauchen wir. Ah, okay. Gleich können wir unseren Strom anschließen. Eine Bank, eine Bank, eine Bank. Hier, Bank. Die werden wir mal hier hinstellen. So. Und dann brauchen wir noch Betten. Wir stellen einfach noch Betten rein. Wobei wir die wahrscheinlich gar nicht brauchen, oder?
Warte mal. 8 Betten brauchen wir ja eigentlich. 1, 2, 3. Hm. 4, 5, 6. Oh nein. 7, 8. Machen wir es einfach so. So, jetzt müssen wir die Anschlüsse verlegen. Kabel. Warte mal. Kabel legen wir jetzt mal hier lang. Hier lang. Und hier lang. Gucken, ob das jetzt schon reicht. Und kleine Rohre zu den Toiletten. So. Dann haben wir doch schon mal unsere Übergangszelle. Ah, guck mal, die hat er schon abgestrichen. Müssen wir nur mal gucken, ob das jetzt mit dem Licht und mit dem Wasser da hinhaut. Und dann, was soll ich noch bauen? Ein Duschraum auch noch. Für die Verwaltung brauchen wir einen Direktor. Schnell, einen Direktor. Der Direktor, wo kommt denn der Direktor hin? Den bauen wir mal gleich. Der kommt hier gleich vorne hin. Hier. Hier kriegt der eine große Zelle. Und der Direktor hat aber ein Personalbüro oder was? Oder kriegt er eine Zellentür? Ne, der Direktor kriegt eine Personaltür. So. So. Na? Wie sieht's denn aus? Hier ist ja immer noch kein Strom. Warum ist denn hier noch kein Strom? Weil die Kabel noch nicht verlegt sind. Ein Kabel fehlt noch. Forschung? Können wir noch nichts? Ich muss erst einen Gefängnisdirektor freischalten. Okay. Gut. Ach, da brauchen wir auch noch Strom. Hahaha. Leute, weitermachen, weitermachen. Das wird nämlich hier unser Direktorbüro. Siehst du? Da sind automatisch Lampen integriert. Ich sehe das doch schon. Guck mal hier. Jetzt braucht nur noch der Wasseranschluss. Gedingst werden. So, jetzt werden wir mal ein Gefängnisdirektorbüro machen. Büro. Büro, 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 Büro. 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 Hier. Machen Büro draus. Peng. So. Da brauchen wir einen Schreibtisch. Ich suche das immer wieder nach. Guck mal, hier gibt es auch eine normale Tür. Eine einfache Tür gibt es auch. Ein Schreibtisch. Für unseren Gefängnisdirektor. Der ja bekanntlicherweise ein sehr fleißiger Mann ist. Dann brauchen wir einen Stuhl und einen Aktenordner Dingsbums. Stellen wir hier hin. Und einen Stuhl. So. So. Eine Toilette mache ich ja auch noch rein. So. Und einen Getränkeautomat kriegt er auch noch. Wollte er ja letztes Mal schon haben. Wo ist denn hier der Getränkeautomat? Hier. Getränkeautomat. So, hier. So. Was braucht er noch? Ah, okay. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch den Stuhl. Wie sieht's denn hier aus? Alles angeschlossen? Ja, haha. Aber die Strombelastung ist so hoch. Wir brauchen noch Kondensatoren. Machen wir hier noch zwei Kondensatoren. Und hier eine Stromverbindung. Guck mal, und ich habe auf langsamste Geschwindigkeit, weil das raubt mir schon den Nerv. So, und hier. So. So, jetzt haben wir mal das Strom verbunden dafür den Gefängnisdirektor. Getränkeautomat ist aufgestellt, okay. Mal gucken, ob das wirklich reicht, wenn das Kabel bis hier geht. Dass dann das Licht an ist.
Okay. Dass die hier automatisch Licht in den Fundamenten mit drin haben, das war mir gar nicht so bewusst gewesen. Okay. Toilette, na? Wisst ihr, wir werden das Ding mal nochmal speichern hier. Als UFO-Mann-Knast nochmal neu speichern. Kam jetzt die. Er hat gar nicht gefragt, ob er überschreiben soll. Na, ist egal. So, jetzt könnten wir doch theoretisch einen Gefängnisdirektor einstellen. Hier, Personal. Haha. Direktor. Ja. So, jetzt haben wir einen Direktor eingestellt. Sehr schön. Einer der fleißigsten Direktoren überhaupt. Licht haben wir. Warum ist denn hier immer noch kein Wasser? Jetzt ist Wasser. Gut, was brauchen wir jetzt? Jetzt sollen wir das Forschungsmenü aktivieren und da Buchhaltung lernen. Ausbildung. Buchführung hier. 500. Benötigt einen Direktor. Los, lernen wir Buchführung. So, zwei Büros sollen wir bauen. Und eine Buch. Okay. Wann kommen denn die Gefangenen? In 18 Stunden. Sollen wir noch einen Duschraum bauen? Wollen wir doch glatt mal machen. Wir bauen noch einen Duschraum. Den können wir ja hier. Naja, machen wir den mal hier daneben. So. Nicht zu groß. Und der Duschraum kriegt wieder eine Gefängnistür. So. So, okay. Ein zweites Büro braucht er auch noch. Machen wir mal gleich daneben. So, es kann ein bisschen kleiner sein für die Buchhälterin. Da kommt wieder eine Personaltür rein. Ja. So. Der Duschraum. Oh, der ist jetzt ein bisschen kleiner geworden. Naja, ist egal. Hätte ich gerne ein bisschen größer gehabt. Vor allem ein Duschraum. Kann man den hier definieren als Duschraum? Ja. Definier ihn. Ja, Duschraum. Und was brauchen wir da? Duschköpfe. Kriegst du doch, kriegst du doch. Einen Ablauf will ich auch da rein haben, auf jeden Fall. So. Und ein paar Duschköpfe noch. Duschköpfe, Duschköpfe, Duschköpfe. Hier. Acht Gefangene haben wir. Machen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, jetzt können die sich sogar alle gleichzeitig duschen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Stromanschluss. Nein, nicht forschen. Stromanschluss. So. Reicht ja meistens bis hier. Und Wasseranschluss. Hier, so. Ups. Jetzt haben wir ja gleich den Duschraum. Ah, Duschraum haben wir fertig, okay. Gut. So. Das haben wir hier fertig. Das wird noch ein Büro werden. Noch ein Büro. Büro, Büro, Büro. Hier. Zack. Für die Du Buche. Ah, hier brauchen wir wieder ein Filing-Kabinett. So, dann brauchen wir einen Schreibtisch, einen Stuhl sowieso. Für die, ne? Ihr wisst für wen. Für die Tante. Für die Buchhalterin. So. Was brauchen wir noch? Office Desk. Okay. Und Strom wahrscheinlich noch. Ach, eine Toilette werden wir ihr auch mal geben. Ich frage mich, ob die noch eine Couch braucht oder ein Bett oder sowas. Hier noch eine Toilette rein. So. Ich weiß nicht, ob es was bringt, eine Toilette da reinzubauen.
Okay, jetzt die Versorgung. Ist aber auch ein abgespacedes Spiel, ey. Alter Schwede, so. So. Und jetzt brauchen sie hier noch ein bisschen Strom. So. Dann können wir auch gleich mal gucken hier, wie es hier mit der Energie aussieht. Okay, ein bisschen haben wir noch. So, ein bisschen haben wir noch. Da wird die Chloe gebracht. Ha. Können wir denn hier schon eine Buchhalterin einstellen? Oder müssen wir erstmal warten, bis es fertig ist? Nee, die wird ja immer noch erforscht. Wie lange dauert denn das noch? Ah, eine Minute, eine Stunde. So, Strom müssen wir da auch gleich haben. So. Ah, okay, Licht haben wir. Toilette funktioniert auch. Die Buchhalterin, hier steht es ja, 81% erforscht sozusagen. Duschraum haben wir, okay. Jetzt brauchen wir eine Küche. Eine Küche, eine Küche, eine Küche. Einen Hof brauchen wir auch noch. Wenn wir jetzt hier den Hof bauen, ist auch hässlich, wa? Wo können wir denn den Hof hinbauen? Eigentlich brauchen wir auch mal eine Mauer. Warte mal, wir machen mal... Was gibt es denn hier für Mauern? Gibt es hier irgendwie eine billige Mauer? Ne, es gibt alle möglichen. Sicherheitswall, der ist natürlich teuer. Betonmauer. Dann lass uns doch mal hier... hier eine Betonmauer hinbauen. So. Und dann hier noch eine große Gefängnistür. Ein Straßentor kostet 1000, ist ja auch geil, ey. Ah ne, das ist ja, oder? Das kommt hier über die Straße rüber normalerweise, wa? Dann mach doch hier ein Straßentor hin. Oder? Sieht da nicht, ach ne, komm, das machen wir später mal. Wir sind ja noch in der Lernphase, wir machen erstmal nur eine große Gefängnistür, oder? Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Oder ein Straßentor. Wir könnten ja hier... Nee. Komm, ich mache jetzt einfach nur eine große Gefängnistür. So. Und zwar hier. So. Und eine Betonmauer noch. So. Die wir hier lang machen. So. So. Und dann machen wir mal so. Und so. So. Und so. Machen wir hier jetzt mal so einen Grundriss sozusagen. So. Und so. Und so. Und dann machen wir, pass mal auf, wir machen mal wirklich ein Straßentor. Um denen das zu erschweren, da rauszukommen. Ich probiere es einfach mal aus. Wenn wir nochmal neu starten, ist egal. Wir haben ja Zeit bis Weihnachten. Wisst ihr, wenn ich jetzt hier... noch ein Straßentor mache und hier noch ein Straßentor mache. Dann kann ich nämlich hier noch eine Betonwand bauen. Hier noch eine Betonmauer bauen. Dann kommen wir ja gar nicht mehr raus. Das müsste doch funktionieren, oder? Hier noch eine Betonmauer, hier noch eine Betonmauer. Okay. So. Okay, jetzt bauen die natürlich hier fleißig, fleißig, fleißig. Das kann eine Weile dauern. In 14 Stunden kommen unsere Gefangenen. So, meine lieben Freunde, das war's schon wieder. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.